Martin und herzlich willkommen zurück zu Brillegant. Also gut, dann habe ich mich halt aufgeregt. Das war aber auch zum Kotzen gewesen, was letzten Donnerstag passiert ist. Wir haben in dieser Liga bis jetzt wirklich einfach nur Pech gehabt. Und zwar konstant. Es ist wirklich hure oft passiert, dass wir am Ende noch irgendwie mega knappes Unentschieden eingefahren haben. Oder sogar verloren haben. Ja, also schau, die Situation ist folgende. Wenn ich noch einen Punkt hole, dann steigen wir einmal sicher nicht ab. Und bekommen sogar 10'000 Münzen. Ich muss jetzt meine alte Form wiederfinden und darf mich einfach nicht mehr aufregen. Einfach nicht! Ja, wir haben nur noch 261 Münzen, weil ich noch einen Vertrag kaufen musste. Und dann habe ich noch so eine Mannschafts-Fitness-Karte gezogen. Und das kostet irgendwie 1'800 Münzen. Ich habe mir euch in die Kommentare durchgelesen und die Spielervorschläge sind echt geil. Das heisst, sobald wir den Cash von dieser Liga bekommen, ziehen wir uns ein paar neue Spieler. Das ist das Team. Ich habe die Formation ein bisschen umgestellt. Eigentlich wollte ich die Formation nehmen, die ihr mir vorgeschlagen habt. Das Problem war aber, es hätte zu viel Mittelfeld spielen kann und wegen dem ist die Chemie einfach völlig in den Arsch gegangen. Wegen dem spielen wir das Ganze jetzt einfach so und hoffentlich bringt das was. Aber wie immer, merci vielmals für alle Vorschläge und ich freue mich mega, wenn ihr kommentiert und mir helft, um das Team zu verbessern. Aber ich habe schon wieder genug gelabert und wegen dem suchen wir uns jetzt gerade den ersten Gegner. Nein, wir müssen mit dem Auswärtstrikot spielen, was soll der Scheiß? Also gut, das sieht einigermaßen okay aus. Aber ich befürchte, dass der Spieler sehr gut ist. Ich lasse mich jetzt aber nicht verarschen und wir gewinnen das Spiel einfach. Wir dürfen uns einfach nicht verarschen. Was macht er? Was macht er? Was macht er? Was macht er? Hey, aber sorry. Sorry, wirklich jetzt. Wirklich jetzt. Wirklich jetzt. Wirklich jetzt. Wirklich jetzt. Was passiert in einem huren fuck scheiß Drecks Game eigentlich? Ich habe so Schiss, dass der Typ mich einfach auseinander nimmt. Und wenn ich das Spiel verliere, dann sieht es einfach schon mal gar nicht gut aus. Nein. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Yes! So fucking unverdient! Der Typ dominiert mich konstant! Ja, jetzt komme ich ins Game. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass bei ihm jetzt dann gerade Sense ist. Nein, 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 nein. Oh, ja. Fuck, Jan, du bist einfach der Beste! Hallo? Ohne Scheiß! Was passiert in diesem Game? Ich komme nicht mehr draus. Ich check's nicht mehr. Wieso ist das jetzt ein Penalty? Komm links. Nein, ohne Spass, was soll das? Ja, schau jetzt hier, der dominiert mich. Ich meine, das 1-1 ist glücklich für mich. Aber der Penalty war einfach scheiße. Oh no. Ja, sicher, komm. Vielleicht bin ich im Moment auch einfach völlig am Arsch und reg mich nur noch auf und spiele wegen dem richtig scheiße. Das kann sein. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es im Moment mit diesen Fuck-Up-Rollern einfach irgendwie immer falsch läuft. Meine Verteidiger sind irgendwo, wo ich sie nicht will haben. Jetzt haben wir den Ball und jetzt sind wir drin. Komm, machen! Alter, ja! 2-2! So wichtig! Das war wunderschön gelaufen von Bellarabi. Schau mal, er läuft sich perfekt frei und schießt den scheiß Ball am Goalie vorbei. Yes! Das Spiel ist nicht verloren. Wenn ich mich nicht aufrege, kommt das schon gut. Unglaublich. Ja, jetzt spielt das Bässchen über. Komm, Sommer. Weißt du, ich meine auch hier, wo ist wieder meine Verteidigung? Was mache ich denn falsch? Gib Ball! Nope. Der Goalie ist fucking nochmal genau dort! Wie willst du so irgendeinen huren fucking Scheiß eigentlich gewinnen, Mann? Und jetzt! Alter, mach doch einfach einmal einen Goalie. Ich muss das verdammt nochmal ausgleichen. Sonst ist die ganze scheiß Saison für einen Arsch. Oh yes, jetzt haben wir Freiraum. Jetzt haben wir Freiraum. Ja, aber der ist etwa dreimal so schnell wie ich. Versau's nicht, Martin! Komm jetzt. Yes! 3-4! Komm jetzt, einmal, einfach einmal. Das wäre so wichtig, dass wir hier jetzt den Ausgleich holen. Das gibt's doch einfach nicht. Das ist zum Kotzen. Das ist einfach verdammt nochmal zum Kotzen. Die ganze Zeit immer noch bam, 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 bam. Schau mal, verdammte Scheiße, wir sind noch nicht mal safe. Wir können immer noch absteigen. Wenn wir die nächsten zwei Spiele verlieren, steigen wir verdammt nochmal noch ab. Also gut, ich bin jetzt eine halbe Stunde angelegen und habe mich beruhigt. Jetzt gewinnen wir das Spiel einfach und gut ist. Jetzt kann mich nichts mehr aus der Ruhe bringen. Nichts! Nicht einmal das Team. Nein, ist mir scheißegal. Muss ich überhaupt noch etwas sagen? Okay, aber ich habe gesagt, ich lasse mich nicht aus der Ruhe bringen. Und das ist machbar. Einen Ball behalten. Yes, schau hier, der Schürle ist durch. Yes, komm, mach's! Ja! Yes, Bellarabi! Jetzt aber, komm jetzt! Fuck, wieso gehen die Bälle einfach nicht mehr rein? Sie wollen nicht mehr rein. Der Typ ist machbar. Ich kann das Spiel schaffen. Ich weiß es, ich spür's. Hä, was ist das? Der will noch fast rein. Oh ja! Ja!
Schön, komm Embolo, bitte. Yes, 1-1 und zwar wunderschön rausgespielt. Ich glaube, das ist in meinen Augen das schönste Goal, das ich je gemacht habe. Schau mal, zack, zack, gerade direkt weitergeleitet. Das kannst du gar nicht verteidigen. Das ist jetzt wirklich einfach wunderschön gewesen. Merci, Breel. Im Moment sind wir wenigstens nicht abgestiegen. Das Spiel ist fucking nochmal machbar, Dudes. Das können wir schaffen. Wir nehmen jetzt den Shaqiri und den Kagawa rein und dann gewinnen wir das Ganze 3-1. Jo, der Club Martin. Oh! Oh! Oh yeah, schau, da haben wir einen schon, den Shaqiri. Jetzt geht er aber richtig rein. Musst jetzt dann schauen. Lass sie alle stehen, Komm, Shaqiri, mach's 2-1. Alter, wieso gehen die scheiß Goal einfach nicht rein? Es soll nicht mehr sein. Es darf einfach nicht so weitergehen. Yes! Ich habe so lange drauf gewartet und endlich haben wir es geschafft, Dudes. Schaut den Naldo köpfelt rein, aber es steht auch einfach völlig frei. Also wenn du nicht machst, wäre es etwas nicht so gut. Jetzt nehmen wir noch den Götze raus, den Didavi rein, dann haben wir hier im Mittelfeld ein bisschen wieder jemanden, der fit ist. Kommen jetzt noch 20 Minuten, länger müssen wir es nicht mehr halten. Also gut, ich muss nur noch die Nachspielzeit von 3 Minuten überleben. Und dann haben wir es geschafft, Dudes. Dann haben wir es verdammt nochmal geschafft. Wir probieren es jetzt einfach, den Embolo macht auch, von 37 Metern. Komm Embolo! Alter, da habe ich schon drin gesehen. Und Shaqiri macht's. Nein, das gibt eine Penalty. Das gibt doch jetzt eine Penalty. Wieso hat das keine Penalty gegeben? Ich meine, vorher hat alles eine Penalty gegeben. Ich bin einmal so angekommen. Und dann hat es eine Penalty gegeben. Und das gibt nichts. Ja, nein, ist gut. Aber scheißegal, wir haben gewonnen. Und wenigstens bleiben wir jetzt in Liga 4. Die letzten paar Games waren einfach scheisse gewesen. Wir haben so oft in den letzten 5 Minuten verloren. Ich habe mich so fest müssen aufregen wegen dem ganzen Scheiß. Aber das passiert uns jetzt nicht mehr. Jetzt steigen wir auf. Jetzt schaffen wir den Scheiß. Wenn es nicht mehr so lange geht, bis FIFA 17 rauskommt, werde ich ab jetzt einfach mindestens 3 Games pro Folge machen. Ich habe 11.654 Münzen. Sagt mir doch bitte, was ich mit dem Cash soll machen. Aber auf jeden Fall, ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Und hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Oh Gott, ey, es ist so heiß in meinem Zimmer. Hat es bei euch etwa auch 8000 Grad? Ich glaube, ja, jetzt haben wir so scheiß Lampen, die noch eine Hitze abgeben wie Schweine. Wieso machst du Lampen? Damit ich ausgeleuchtet bin, weißt du, damit meine Schönheit so voller Glanz ist. Ich wollte sagen, bei deinem Gesicht würde ich ihn abdunkeln. Oh, damn, der Martin weißt, am Austeilen. Nein, ich weiss nicht. Ich glaube, wenn wir uns irgendwo an einem Treffen sehen, dann müsst ihr mich einfach abschnurren. Ja, ich bin leid, du hättest es dann verdient, ja.